Hierarchie ist ein mysteriöses Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho und existiert seit der dritten Spielgeneration. Hierarchie erinnert an eine Sternschnuppe. Es ist klein und leicht und tritt hauptsächlich in den Farben Gelb und Weiß auf. Besonders charakteristisch ist sein gelber Kopf, welcher einen Großteil seines Körpers ausmacht. Dieser besitzt die Form eines Sterns mit drei Zacken, von denen einer nach oben zeigt und zwei in die Seiten ragen. An der Spitze dieser Zacken hängt je ein türkisfarbenes Blatt. Die drei Blätter dienen als Notizzettel, auf welche Wünsche geschrieben werden können, die Hierarchie, sobald es aufwacht, erfüllt. Es hat große schwarze Augen, an denen blaue Streifen runterlaufen, die an Tränen erinnern. Das wahre Auge von Hierarchie befindet sich jedoch aus seinem Bauch und ist meist nur als halbkreisförmige Linie zu sehen, da das Pokémon überwiegend schläft und das Auge somit geschlossen ist. Ist es jedoch geöffnet, erkennt man eine gelbe Lederhaut mit grüner Iris in der Mitte. Des Weiteren hat das Pokémon zwei kleine, jedoch breite Arme und zwei lange gelbe Flügel, die an den Enden einer Geschenkschleife ähneln, und in seiner Shiny-Form sind die Zettel an den Spitzen von Hierarchies Kopf rot und der weiße Körper sowie das Gesicht sind rötlich nuanciert. Hierarchie ist wie die meisten mysteriösen Pokémon überdurchschnittlich stark und punktet sowohl offensiv als auch defensiv und mit seiner Schnelligkeit. Es kann Gegner im Schlaf bekämpfen und setzt hierbei hauptsächlich Psycho-Attacken ein. So meistert es Angriffe mit der physischen Attacke Zen Kopfstoß sowie mit speziellen Attacken wie Psychokinese und Seher. Das Pokémon schläft die meiste Zeit seines Lebens, sammelt währenddessen Wünsche auf seinen Notizzettel und erwacht nur alle 1000 Jahre, um dann alle Wünsche der Menschen zu erfüllen. Dies wird im Kampf durch zwei für Hierarchie charakteristische Attacken wiedergespiegelt. Zum einen beherrscht die normale Attacke Wunschtraum, mit der sich oder ein anderes eingewechseltes Pokémon seines Teams heilen kann. Zum anderen seine Spezialattacke Kies mit Wunsch, welche vom Typ Stahl ist. Bei dieser Attacke wird ein Wunsch ausgesprochen, welcher erst zwei Runden, nachdem er geäußert wurde, in Erfüllung geht und dann Schaden verursacht. Hierarchie besitzt die Fähigkeit Edelmut, welche die Chance verdoppelt, dass bei einer Attacke mit Zusatzeffekt dieser Zusatzeffekt auch auftritt. Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf Statusveränderungen, was das Pokémon zu seinem Vorteil nutzen kann. Hierarchie ist ein Pokémon, das in den Legenden der Hirnregion auftaucht. Die meiste Zeit befindet sich dieses Pokémon in einem Zustand des Tiefschlafes. Während es schläft, beschützt eine kristalline Höhle seinen Körper vor Angriffen. Es ist aber auch in Notfällen dazu in der Lage, selbst zu kämpfen, ohne dabei aufzuwachen. Nur alle 1000 Jahre wacht Hierarchie für genau 7 Tage regelmäßig auf. Voraussetzungen dafür sind, dass sich der Millenniumskomet in unmittelbarer Nähe zur Erde befindet und ihm ein Mensch ohne böse Absichten mit klarer Stimme etwas vorsingt. Ist es erst einmal erwacht, nutzt es die 7 Tage ausschließlich dazu, die Wünsche zu erfüllen, die ihm die Menschen auf die drei Wunschzettel seines Kopfes geschrieben haben. Das wahre Auge von Hierarchie befindet sich auf seinem Bauch. Mit diesen kann es die Energie aus besagtem Millenniumskomet absorbieren und für die Wunscherfüllung nutzbar machen. Angeblich soll es aber bei der Erfüllung nichts neu erschaffen können, sondern teleportiert lediglich das gewünschte Objekt zum Wünschenden. Ferner ist nicht bekannt, ob es auch die Wünsche der Menschen erfüllt, die aufgrund der Dauer seines Schlafs vor seinem Aufwachen bereits verstorben sind. Dabei hat die Hierarchie wie die meisten mysteriösen Pokémon keine Fortschritte und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gestein-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Boden- und Feuerattacken sowie auch ab der 6. Generation gegen Geist- und Unlichtattacken. Von Generation bis 3 und 5 haben Geist- und Unlichtattacken noch normale Schaden gemacht und auch Kampf-, Käfer-, Wasser- und Elektroattacken machen normalen Schaden.